Der jetzt folgende Kampf ist ein Singles-Match um einen Fall mit einem Time-Limit von 30 Minuten. Referee im Ring ist Madison und es ist der Kampf um die NEW World Heavyweight Championship. Und darum frage ich euch, Fans auf Fight! Fans bei Fightbox HD, die Fans im Chat von Rocket Beans TV und die Fans im NEW Hotspot, seid ihr bereit? Das reicht mir noch nicht, Fans, seid ihr bereit? Dann kommen hier die Kämpfer. Hat eigentlich Stefan Matern gerade versucht, sich beim Rocket Beans Chat einzuschleimen, indem er den Rocket Beans Chat erwähnt hat? Das würde ich niemals machen. Der Rocket Beans Chat ist so großartig, dass ich den Chat niemals einfach so erwähnen würde. Das hast du jetzt, glaube ich, in einem Satz viermal gemacht. Mir nicht aufgefallen. Aber was mir auffällt, ist, dass dieser Mann, Juvenal X, er war einer der kontroversesten Champions der NEW. Er hat in seinem 250. Kampf endlich sich den Titel geholt gehabt, nachdem er weder von Alex Wright noch von Benjamin Jung vom NEW Office jemals den Respekt bekommen hat, den dieser Mann eben verdient. Ja, aber er hat ihn letzten Monat bei Extreme wieder verloren, den Titel. Das darf man auch nicht unerwähnt lassen. In einem Tables, Ladders und Chairs Match gegen Max. Und da hat er einfach den Kürzeren gezogen. Bei aller Erfahrung, bei aller This is Wrestling-Attitüde, er hat einfach verloren. Ja, da ging es durch Tisch um Tisch um Tisch. Sehr schön. Aber Juvenal X, trotzdem ist er nach wie vor mit der Standard in der NEW, wenn es um Wrestling geht. Er ist zweifellos ein Mann, den man immer auf der Rechnung haben sollte, aufgrund seiner Erfahrung, aufgrund seiner Aggressivität, aufgrund seiner Leistungen, die er schon gezeigt hat. Nein, Fans, das ist nicht Sido. Dieser Mann ist der Maximum Terminator. Ich sage es immer wieder gerne, wenn man einen Wrestler bauen könnte, ja, nehmen wir mal einen Editor vor uns, können einen Wrestler bauen, dann würde man die Kraft, die Athletik, all das, was Max eben verbindet, einbauen. Blöd nur, dass man das Gehirn vergessen hat, denn der Mann hat nur zwei Gehirnzellen. Offensichtlich hat es gereicht, um den NEW World Heavyweight Championship Titel zu gewinnen. Ja, das ist mir bis heute ein Rätsel, der kann eigentlich nur gerade auslaufen und den Mund auf und zu machen. Man muss einfach Leistung anerkennen, das ist das, was du immer sagst. Und ich habe das Gefühl, bei Max fällt dir das extrem schwer. Man könnte fast, weiß nicht, bist du neidisch? Warum sollte ich neidisch sein? Mein Vokabular trägt immerhin mehr als Lights Out. Ja, das ist ja Max für mich, aber natürlich Max, trotz allem ein Powerhouse und ein Athlet, der eben ja es geschafft hat, bei Extreme sich den Titel zu holen. Du hast Butler vergessen. Ja, wie konnte ich nur. Juvenal X fordert hier sein Rematch ein. Das Rückmatch, das ihm definitiv zusteht nach seinem Titelverlust bei Extreme. Und wir sind jetzt gespannt und hören auf die offizielle Ankündigung von unserem geschätzten Ringsprecher, Stefan Matter. Von wem geschätzt? Von allen außer dir. Jetzt ist es mir eine Ehre, die beiden Kämpfer in diesem Kampf vorzustellen. Zuerst der Herausforderer zu meiner Linken. Er stammt aus Deutschland, ist 1,78 Meter groß und wiegt 92 Kilogramm. Er ist Wrestling. Er ist Juvenal. Yeah.
Sein Gegner zu meiner Rechten ist der Champion. Er stammt aus Österreich, ist 1,90 Meter groß und wiegt 112 Kilogramm. Er ist die Austrian Machine, the Maximum Terminator, der regierende, amtierende NEW Heavyweight Champion of the World. Er ist Max! Guck dir das an, da kommt Juvenile X von hinten und attackiert Max. Das Match war noch nicht mal offiziell angeläutet. Wenn das die Methoden hier sind, mit denen Juvenile X den Titel zurückgewinnen will, kann ich das nicht unbedingt gutheißen. Ja, und bearbeitet sofort den angeschlagenen Arm von Max. Das ist sehr klug, er hat sich die Taktik zurechtgelegt. Ja, der linke Arm von Max lädiert, angeschlagen. Das könnte jetzt hier natürlich zu einem Nachteil für den Maximum Terminator in diesem Match führen. Der wird jetzt hier gleich mal von Juvenile X unsanft nach draußen befördert und kommt mit dem Double X Handle hinterher. Der Juvenile X, der war regelrecht geschockt beim TLC-Match, als er beim Table Slater's Chairs Match eben verloren hat, seinen Titel, für den er so lange gekämpft hat. Und man sieht schon, Juvenile X scheint sich wirklich diese Taktik zurechtgelegt zu haben, attackiert den Arm, attackiert aber auch den Rücken und Juvenile X hält sich die linke, Max hält sich die linke Schulter, der hat da sichtlich Schmerzen. Wie kann man die beiden eigentlich verwechseln? Im Eifer des Gefechts geschieht sowas. Er macht das natürlich richtig, Juvenile X, dass er da den Arm attackiert, nicht den Kopf, denn da kann man nicht viel kaputt machen bei Max. Ja, die Frage ist natürlich, ob es so wahnsinnig intelligent war, jetzt hier auf den linken Arm zu gehen, weil Max ist ja Rechtshänder und guck dir diesen Power Slam an. So ganz abschreiben würde ich hier unseren Champion definitiv noch nicht, auch wenn er hier sichtlich Probleme mit dem linken Arm hat. Was macht Juvenile X da? Fragt nach einer Auszeit? Die ja, gibt's hier nicht. Ja, das ist, wie gesagt, wir sind hier nicht beim Hallenhalmer, wir sind nicht beim Ballett, da gibt's keine Auszeiten. Oh, krachender Job in die Ringecke, aber Max antwortet mit einem Vorarm. Und da geht Juvenile X erstmal Luft holen. Beide jetzt außerhalb des Rings kämpfen hier vor den Füßen. Aber du siehst es, Max hält sich immer wieder den Arm. Er hat sichtlich Schwierigkeiten. Man kann nur hoffen, dass das jetzt im Matchverlauf nicht zu einem größeren Problem wird. Da setzt sich Juvenile X einfach mal gemütlich hin, holt mal ein bisschen Luft. Max unterbricht den Count von Madison. Nicht, dass er hier noch ausgezählt wird, auch wenn er dann den Titel behalten würde durch den Vorteil des Champions. Ja, da siehst du wieder die zwei Gehirnzellen von Max. Anstatt einfach Juvenile X auszählen zu lassen. Max ist ein Fighting Champion. Der will hier kämpfen, der will seinen Titel verteidigen und will natürlich auch den Fans hier einen guten Kampf liefern. Oh, das könnte ein hässlicher Einschlag werden für Juvenile X, aber den schickt da Max mit dem linken Arm, mit der linken Schulter gegen den Ringpfosten. Und da sind die Schmerzen groß, das sieht man Max an. Ja, meine Schmerzen sind auch groß, wenn ich diese erste Reihe im Publikum sehe. Ah, schrecklich. Gott sei Dank sitzt du da. Nee, dann wäre es ja schön. Juvenile X zieht das hier konsequent durch, geht permanent auf den linken Arm. Und du siehst das schmerzverzerrte Gesicht von Max, der wirkt hier fast ein bisschen verzweifelt. Ja, das macht Juvenile X geschickt. Er hat sich diesen Plan zurechtgelegt. Er ist eben ein Mann, er ist ein Kopfwrestler, ganz im Gegensatz zu Max. Und er hat eben mit diesen Plänen es immerhin geschafft, sich den Titel zu holen in seinem 250. Kampf. Max kämpft sich jetzt hier zurück. Schöner Vorarm gegen Juvenile X. Beweist, dass er auch ein bisschen Köpfchen durchaus hat. Aber der Dropkick bremst ihn sofort wieder aus ins Cover. Aber Max kommt bei zwei hoch. Aber er hält sich permanent diesen linken Oberarm, die linke Schulter. Und Juvenile X setzt sofort nach mit dem Submission-Griff. Ja, Juvenile X, der in letzter Zeit viel in Großbritannien unterwegs war, dort seinen Kampfstil noch verfeinert hat. Und das ist zum Teil hier richtige britische Ringkampfschule, die er eben zeigt, ein Körperteil zu nehmen und es quasi zu eliminieren. Unter anderem William Regal war dafür bekannt gewesen, das zu machen. Genauso Lord David Taylor, der das gemacht hat. Und das hat eben Juvenile X hier übernommen. Schau dir diesen Aufgabegriff an, diesen Armbar. Da verstärkt er den Druck noch mit den Beinen um den Körper. Und Max hat da sichtlich Schwierigkeiten. Das ist so ein Kampfstil, den ist er nicht gewohnt. Aber da siehst du die Kraft vom Maximum Terminator. Der nimmt Juvenile X hier hoch und setzt ihn einfach aufs oberste Ringseil.
Ja, jetzt muss Juvenile X durchatmen. Das ist, er hat sich diesen Plan zurechtgelegt, aber natürlich, wenn Max sich so hochpowert, dann ist das eine ganz gefährliche Situation. Ja, hochpowern ist ein gutes Stichwort. Beide jetzt hier oben auf dem Seil und das soll der Ansatz zum Superplex werden. Der würde natürlich Juvenile X schwer die Luft aus den Lungen pressen, aber Juvenile X kann hier kontern mit dem Headbutt, kommt jetzt angesprungen mit dem Dropkick und hat er sich selber ein bisschen wehgetan. Schöne Aktion, geht direkt ins Cover, aber Max kommt noch einmal raus. Ja, Vintage Juvenile X, wie manch einer sagen würde. Das Publikum in Hessdorf ganz klar auf der Seite des Maximum Terminators, feuern hier unseren Champion aus Österreich an. Und Juvenile X hier mit einer, ja, nicht verbotenen Aktion, aber es reizt das Regelwerk schon aus. Ja, reizt das Regelwerk aus, aber man sieht es natürlich. Dieser Plan, dieses Körperteil zu eliminieren, das ist eine Strategie, die ist einfach sehr effektiv. Harter Tritt jetzt gerade eben gegen den Kopf von Max. Da hört er definitiv die Glocken läuten. Vorarm, Chop. Max jetzt in der Ringecke, hat da Schwierigkeiten, nicht nur aufgrund seiner linken Schulter, mit der er jetzt aber hier Juvenile X in die Ringecke katapultiert. Der kontert, Shoulderblock, was soll jetzt kommen? Befördert Max da gegen das Ringpolster, gegen das oberste Ringseil und steigt jetzt aufs oberste Seil. Crossbody, aber guck dir diese Kraft an, trotz ledierter Schulter fängt Max den ab. Nimmt ihn hoch. Aber siehst du das? Wieder eliminiert Juvenile X den Arm. Das hätte wahrscheinlich der Spinebuster werden sollen, aber Juvenile X hat da definitiv seine Hausaufgaben gemacht. Guck dir das an, wie er da an Max dranhängt. Das ganze Gewicht auf dem linken Arm, aber Max powert sich raus. Wieder geht's für Juvenile X aufs oberste Ringseil. Soll jetzt nochmal der Versuch des Superplex folgen. Und man darf eines nicht vergessen, mit der linken Schulter springt normalerweise Max den Spear. Das heißt, er könnte komplett den Finishing Move von Max ausschalten. Entweder das oder Max kann das natürlich nur noch unter großen Schmerzen vollführen, was ihm dann vielleicht im Anschluss bei einem Cover-Versuch hindern könnte. Die nötige Zeit würde fehlen und ja, muss man alles sehen, hätte Fahrradkette. Im Moment sieht es so aus, als wäre hier Juvenile X von der Ringecke gestoßen worden von Max. Ich weiß nicht, ob er gestoßen wurde oder ob er hier abgerutscht ist. Jedenfalls hat auch der zweite Versuch, hier den Superplex gegen Juvenile X durchzubringen, nichts gebracht. Ich habe mir kurz die Augen ausgewaschen. Es war kurz das Publikum zu sehen. Tut mir leid. Ist irgendwas passiert? Soll ich dir eine Sonnenbrille holen? Krachender Vorarm gegen Juvenile X, der hier gegen einen Fan geschleudert wird. Ihr seht, live in der Halle dabei zu sein, ist natürlich eine ganz besondere Atmosphäre, aber es ist auch mit einem gewissen Risiko verbunden. Ja, ganz besondere Erfahrung, www.new-wrestling.de. Da gibt es eben die Tickets und man sieht es hier, also Max hat sich schon wieder hochgekämpft. Ja, und er will jetzt hier zum Spear ansetzen, so wie es aussieht. Mit links, mit rechts, man weiß es nicht. Nein, ändert seine Meinung, kommt hier mit einer Clothesline. Noch eine Clothesline gegen Juvenile X. Der pumpt sich jetzt hier richtig hoch, Max. Duckt sich weg. Wow, schöner Knieschlag gegen Max, ging fast direkt ans Kinn. Da ist die Offensive des Österreichers erstmal wieder gebremst. Das Cover aber nur bis zwei. Ja, da war es nur noch eine Gehirnzelle bei Max, die übrig bleibt. Ich sag's ja, Effizienz. Wofür du 100 Milliarden brauchst, benötigt Max im besten Fall nur eine, wenn es denn wirklich so ist. Ja, aber wieder macht das, Juvenile X macht das geschickt. Immer wieder geht er auf den Arm. Ja, es ist natürlich, als ob Max hier eine Zielscheibe auf dem Arm hätte. Aber guck dir diesen Standing Dropkick an, den Max da gegen Juvenile X springt, der auf dem obersten Ringseil sitzt. Ich habe ein Déjà-vu. Soll das jetzt wieder der Versuch des Superplex werden? Vielleicht sollte sich Max einfach auf was anderes konzentrieren. Madison zählt die beiden an. Aktion in der Ringecke eigentlich verboten. Aber jetzt kommt der Superplex durch. Und Juvenile X erwischt da eine unglückliche Landung. Landet da auf dem unteren Rücken, auf dem Steiß. Und das tut enorm weh. Ja, wir haben das schmerzverzerrte Gesicht von Juvenile X gesehen. Aber auch Max ist natürlich gezeichnet. Beide werden jetzt hier angezählt. Wenn die beiden bis 10 hier nicht auf den Beinen sind, dann ist das ein Double Countout. Ja, um die Regeln zu erklären, beide müssen entweder auf den Beinen sein oder sich zumindest gegenseitig berühren. Dann kann der Ringrichter den Count
unterbrechen, aber beide raffen sich hier auf. Genau das passiert jetzt. Beide sind wieder auf den Beinen, aber du siehst, beide enorm angeschlagen. Jetzt kommen einfach diese Forearms und diese Punches gegen den Gegner. Da ist jetzt keine wirkliche Taktik, keine Strategie dahinter. Da geht es jetzt einfach nur darum, Schmerzen zuzufügen. Was für ein schöner Uppercut von Max. Und Enzo Egiri von Juvenile X und Max ist auf den Knien. Max nimmt Anlauf und launch in Clothesline. Wow, guck dir diese Athletik an. Guck dir diese Energie an. Dropkick hinterher. Max ist wieder wach in den Spinebuster. Das könnte es gewesen sein. Ja, Max, der ist voll auf Adrenalin. In letzter Sekunde der Kickout da von Juvenile X. Also der hat sich richtig hochgepusht, der Max. Wenn du Schmerzen hast, wenn du angeschlagen bist, wenn du spürst, dass du verletzt bist, dann wird der Adrenalinpegel im Körper auf ein unglaublich hohes Maß hochgepusht. Und das merkt Max jetzt. Und jetzt soll der Spear kommen, läuft aber ins Leere, genau mit der linken Schulter gegen den Ringpfosten, gegen dieses Ringpolster, das trotz der Polsterung natürlich eine gewisse Härte hat. Ja, das war einfach, das war kopflos. Das war natürlich, du hast dieses Adrenalin angesprochen, aber da reagiert... Spear von Max, das war's! Nein! Juvenile X kommt raus, wie ist das möglich? Irgendwie ist Juvenile X da noch rausgekommen. Ich wollte gerade erwähnen, dieser Adrenalinstoß, der dich kopflos handeln lässt. Aber dann dieser krachende Spear von Max, unglaublich. Juvenile X kickt aus dem Spear aus. Wie ist das möglich? Das ist das Killermanöver von Max und er will jetzt noch einen nachsetzen. Und er klopft auf die rechte Schulter, er wechselt jetzt hier die Seite, will das mit der gesunden, mit der fitten Schulter machen. Spear soll kommen, aber Juvenile X blockt ab und der Running Knee Strike. Ja, das ist es. Das kann es jetzt gewesen sein. Cover 1, 2, neuer Champ, nein. Das darf doch nicht wahr sein. Juvenile X will seinen Titel wieder haben. Er war so knapp gerade davor, wieder NEW Champion zu sein. Der Spear bringt nicht den Erfolg. Der Running Knee Strike bringt nicht den Erfolg. Was kann hier jetzt noch kommen? Wo ist Juvenile X jetzt hin? Fans, da sieht man, was beiden Männern dieser Titel bedeutet. Aber jetzt will Juvenile X einen Stuhl in den Ring bringen. Ja, das ist leider nicht erlaubt. Wir sind hier nicht mehr bei Extreme. Es ist kein TLC-Match. Es ist kein Chairs-Match oder irgendwas dergleichen. Und da bremst Madison Juvenile X, verhindert da die Disqualifikation. Die möchte hier natürlich, dass das Match regelkonform zu Ende geführt wird. Superman-Punch-Ansatz, ja, da hätte er fast Madison getroffen. Oh, Knee-Strike gegen Max. Juvenile X jetzt in der Ringecke. Der sammelt jetzt nochmal seine Kräfte. Max am Boden. Was soll jetzt kommen? Was kann Juvenile X hier noch auspacken? Jetzt kommt er wieder mit dem Stuhl. Das bringt doch nichts. Nicht von außen, so will ich das. Der ist komplett durch. Juvenile X ist komplett durch. Er will diesen Team. Nein. Wieder greift Madison ein. Juvenile X diskutiert jetzt. Es bringt doch nichts. Es ist nicht erlaubt. Und jetzt will Max jetzt mit dem Stuhl zuschlagen? Das wäre jetzt keine allzu coole Idee, aber er würde den Titel behalten. Vielleicht ist das die Taktik. Nein, er hält inne. Was kommt jetzt? Superman Punch gegen Juvenile X. Direkt ins Cover behält Max den Titel. Nein, wieder der Kickout von Juvenile X und Max ist verzweifelt. Der weiß nicht mehr, was er hier bringen soll. Hätte er vielleicht doch mit dem Stuhl zuschlagen sollen? Es wäre jetzt nicht die feine englische Art gewesen. Ja, beide Männer gezeichnet von diesem Kampf. Das ist eben, was die NEW World Heavyweight Championship einfach bedeutet. Max nimmt Maß. Juvenile X hält sich hier fest an Madison. Max läuft an, aber es bringt nichts. Wenn sich Juvenile X hier... Oh, Tiefschlag, Eselstritt. Ich habe keinen Tiefschlag gesehen. Ich weiß nicht, wo du einen Tiefschlag gesehen hast. Das ist eine Unverschämtheit. Jetzt der Einroller, das könnte es gewesen sein. Nein, Gott sei Dank. Nur bis zwei das Ganze. Da war der Einroller und das darf nicht wahr sein. Was muss Juvenile X noch zeigen? Max am Boden, Juvenile X am Boden. Wer verlässt dieses Match als Champion? Die Spannung ist zum Zerschneiden. Max mit dem Spear, guck dir das an. Das muss es sein. 1, 2, 3, Max bleibt Champion. Hier ist der Sieger und weiter NEW World Heavyweight Champion, Max! Da hat es Max förmlich überschlagen beim Spiel. Noch nie hat dieser Mann einen Spiel mit solch einer Wucht gerannt. Hast du diese Energie gesehen? Guck's dir an. Wow!
Da überschlägt sie komplett. Ja, Max bleibt NEW World Heavyweight Champion. Juvenile X hat seine Chance, sein Rematch damit verloren. Wie wird es weitergehen für den ehemaligen World Heavyweight Champion? Ja, ich befürchte, Juvenile X wird sich jetzt erstmal hinten anstellen müssen. Er muss jetzt erstmal wieder quasi sich ins Gespräch bringen, um hier vielleicht in naher Zukunft wieder eine weitere Titelchance einfordern zu können. Für den Moment bleibt der Österreicher Champion. Juvenile X hat so lange dafür gekämpft, er hat so lange warten müssen, Champion zu werden. Hat ihn verloren an Max und Max ist Champion, bleibt Champion und Max beherrscht weiterhin die NEW. Zu Recht, das ist eine Kraft, mit der man immer rechnen muss. Eine enorme Power, eine enorme Kraft, ein wahnsinnig gut gebauter Athlet, unglaublich beweglich. Und das alles hat hier heute Abend wieder zusammengespielt und hat Max den Titel und die Titelverteidigung beschert.